Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache heute ein Outfit-Video für euch, weil ich bin gleich auf dem Sprung zu einem Event und das sind irgendwie die Outfits, die ich in letzter Zeit sehr gerne trage. Ja, es ist sehr schwarz. Ich mag in letzter Zeit sehr viel schwarz. Und da mich viele von euch gefragt haben, wie ich meine Instagram-Fotos mache, dachte ich mir, ich nehme euch heute bei einem Fotoshooting mit. Janet wird Fotos für mich machen. Ich zeige es euch, mit welchen Apps ich das Ganze bearbeite, auf mein Instagram hochlade. Und ja, vielleicht kann der ein oder andere von euch was dazulernen. Wir fangen jetzt auch direkt mit dem Fotoshooting an und dann seht ihr die Outfits. Es ist einer meiner Lieblingsoutfits momentan, aber wenn ich im Auto unterwegs bin, ist es noch ein bisschen kalt. Ich habe mir diese Lederjacke vor kurzem gekauft, die ist so schön und super weich. Das hier sind meine Lieblings-Overknees, die sind auch super bequem, auch nicht zu hoch, mit denen kann ich tatsächlich Auto fahren. Und natürlich habe ich euch alles nochmal in die Infobox geschrieben, woher alles ist. Zurück im Büro und Janet hat jetzt die Bilder von der Kamera auf ihr Handy geladen, hat geguckt, welche sind ja gut geworden. Bei manchen habe ich die Augen zugehabt, bei manchen habe ich zu arg gefroren, habe komische Grimassen gezogen. Und sie schickt mir jetzt die ganzen Bilder per AirDrop, dann suche ich sie aus. Und die erste App, die ich dann benutzen werde, ist Facetune. Das sind hier die Bilder, die mir Janet gerade zugeschickt hat und sind echt ein paar süße dabei, vor allem das oder das hier. Und ich werde sie jetzt mir gleich in Facetune reinladen, also mein Favorit. Und danach benutze ich die App ViscoCam. Jetzt habe ich die App hier Facetune 2 geöffnet. Ich schaue, was ich hier verändern kann. Manchmal gefällt mir die Lichtverhältnisse nicht, manchmal gefällt mir nicht, dass das Schwarz vielleicht nicht dunkel genug ist. Und jetzt gehe ich hier zum Beispiel auf Anpassung und Helligkeit werde ich nichts verändern, das ist so schön Schnee. Weiß, aber ich werde den Kontrast erhöhen und ihr seht, das Ganze wirkt schon etwas gesättigter, wenn ihr das hier so seht, wenn ich Kontrast rausnehme. Ich spiele tatsächlich immer ein bisschen, da wäre jetzt alles ein bisschen zu viel, also bei mir ist es immer so meistens, würde ich sagen, bei 7, 8, sage ich immer, go, ist okay. Dann schaue ich, was kann ich noch verändern, kann ich schärfer machen, ein bisschen geht immer, dann, mache ich eigentlich tatsächlich nicht so viel, weil ich muss ehrlich sagen, das Bild hier ist super, so wie es ist. Manchmal tue ich noch hier ranzoomen und die Konturen etwas schärfen, aber dazu benutze ich ein ganz anderes Feature und zwar ist das hier vorne retuschieren. Da hat man verschiedenste Möglichkeiten, wenn wir Textur machen und die Details. Ich nehme die Details und gehe hier zum Beispiel an meinem Mantel entlang, aber nicht zu arg an meinen Haaren, weil dann werden die Haare etwas grau. Mache das Ganze hier, schön aus. Details noch über die Schneeflocken, da sieht man auch die Schneeflocken richtig. Und auch vielleicht den Hintergrund, wird auch nochmal ein bisschen geschärft und alles. Und das war es eigentlich schon, was ich in Facetune mache. Dann nehme ich jetzt die andere App und ich speichere das Ganze in meinen Aufnahmen. Das ist die App Visco und da lade ich jetzt erstmal mein Bild rein, was ich gerade eben bearbeitet habe in Facetune. Das ist das hier, das importiere ich dann erst. Und dann werde ich hier auch ein bisschen bearbeiten. Die Filter werde ich hier alle nicht benutzen. Das Grau ist zwar schön, dann kann man ein bisschen anpassen, aber ich finde das Bild an sich von den Lichtverhältnissen, so wie es ist, perfekt. Ich nehme meistens nur etwas Kühles und ja, wahrscheinlich das hier. Und mache das Ganze nur ein bisschen moodiger oder nehme das Ganze runter. Ich muss gucken, je nachdem, was mir auf jeden Fall gefällt. Oder ich gehe zurück, so wie das Bild ursprünglich war. Tue das Ganze einfach hier speichern in meine Aufnahmen und auf Instagram posten. Das war's.